ist das ein bisschen doof. Tja. Genau. Oh, es sind schon zwei gefallen. Wie viel geht das? Oh, 54. Meine Güte. Mehr habt ihr nicht gefunden, oder was? Das ist ja schrecklich. Das könnte ein Weilchen dauern, bis die besiegt sind. Das ist eine gute Menge. Aber dafür auch eine miserable Initiative und Reichweite. Magieresistent. Super. Mal gucken, wie viele mal hinten ankommen. Das würde mich mal interessieren. Ah, Glück. Das ist gut. Das ist immer gut. 36 sind noch über. Jetzt kommen sie wieder näher. Aber, wollen die Balliste angreifen oder was? Das finde ich gar nicht nett. Wie viel Leben hatten die Ballister? 350. Naja. Noch nicht in Reichweite. Schade. Aber eine hohe Moral. Das tut's auch. Genau. Sehr schön. Gut. 22 sind's noch. Sie kommen näher. Unsere Fußsoldaten machen gerade mal zwei hier tot. Deswegen lassen wir mal verteidigen. Und lassen unsere Bogenschützen ran. Genau. Das sieht doch schon ganz anders aus. Jetzt ist die Frage, riskiere ich's? Ja, ich riskier's mal. Mit Glück, hervorragend. Zweier. Gut. Und 6 bis 9. Ah ja, okay. Ohne Einheit zu verlieren, hervorragend. Das ist toll. Erste Hilfe. Ausweichen. Es darf der Gegenschlag. Dunkelmagie. Gegenwehr. Und hier bekommen wir gleich noch mehr Erfahrung. 500 wieder bloß. Schade. Wie viel Erfahrung brauchen wir noch? 1000. Nochmal so ein Kampf und wir hätten wieder Level Up. Toll. Das ist ganz toll. Muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Schön. Was finden wir hier drüben vor? Auf jeden Fall ein Gebäude. Ich sehe was Weißes. Ah, ein Produktionsgebäude. Was wir im Grunde nicht mehr benötigen. Aber wir bekommen hier ein bisschen Erfahrung durch den Kampf. Ich glaube, das ist immer gut. Genau. Diesmal sind es zwei Bataillone. Naja. Aber plus Eisengolem, die sind nicht ganz so heftig. Sprich, haben etwas weniger Leben. So. In den ersten haben wir gleich wieder auseinandergezogen. Wie weit kommst du? Das ist gut. Isabel ist wieder auf den oberen. Schön. Schön, schön, schön. Du gehst wieder an den. Da sind nur noch 4 übrig. Dann sind sie in der nächsten Runde weg. Auf die hinteren schießen wir mal. Die vorderen könnten wir, glaube ich, von unseren normalen auseinandernehmen lassen. Von den Bauern. Genau. Von den normalen. Genau, reicht sogar. Zup. Die sind weg. Und die sind auch weg. Super. 840 Erfahrung. Wieder ein Level Up. Das ist gut. Lalalala. Stärkert Angriff, Verteidigung und Schaden der Ballisten. Stärkert den Schaden des Katapults und gibt ihnen eine 40%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Das erste Hilfezelt hat eine hohe Rallkraft. Der Munitionsgrund steigt den Angriff aller. Oh! Das ist gut. Das nehmen wir. Das ist eine gute Sache. Muss ich ehrlich sagen.
Genau. Das haben wir. Holen wir uns ja das hier drüben gleich auch noch. Und hier Kremlin. Sind das die Nah- oder Fernkampf-Kremlin? Oder waren beide Fernkampf? Ich weiß es nicht. Ja, wir können uns anschließen. Wir brauchen Kanonenfutter. Ja, wir gehen mal zu denen hier. Wir horten unsere Rohstoffe noch ein paar Runden. Ein bisschen vergrößern die Menge, die wir horten. Super. Gut. Die wollen nicht flüchten. Ihr Arm. Setzen wir mal nach vorne. Machen schon 11 nieder. Man sieht, das sind nicht gerade die Starken und... Ja, es sind Fernkämpfer. Das ist toll. Das heißt, wir werden aufrücken. Denn sonst... Naja. Ist schon die Hälfte tot, bevor wir ankommen. einen Schützen. Schade. Aber naja, okay. Die sind eh schon wieder tot. Es war jetzt doof, dass sie ihn getötet haben. Aber naja. Können wir nichts dagegen machen. Gut. 300 Erfahrung. War jetzt was nicht die Welt, aber... Wie sagt man so schön, es ist besser als gar nichts. Und hier unten haben wir noch ein Bauernhaus, genau. Da holen wir uns gleich wieder Verstärkung. Hier, was war das? Erhöhten den Angriff, genau. Und hier haben wir gleich wieder ein Artefakt. Oh, das ist toll. Ich liebe Artefakten. Deswegen holen wir uns doch gleich mal. Uwa. Ja. Die scheinen harte Kerlchen zu werden. Mehr oder weniger. Na gut, du machst zwei tot, da bleibt nur noch einer übrig. Also wird das auch wieder ein kurzes Erlebnis mit denen. Aber haben halt eine hohe Reichweite. Was nicht so schön ist. Ja, ja. Hohe Moral. Nee, du wartest. Du konntest drei besiegen? Kommt da einer an uns ran? Ja, kommt da. Dann besiegt man den hier. Ich habe keine Lust, dass die uns auch irgendwelche Leute wegschlagen. Der kommt nicht ran und der kommt nicht ran. Gehen wir auf den oberen. Es sind nur noch drei übrig. Sehr gut. Sehr gut. Der macht die sechs nieder ohne Probleme. Dann sind die auch tot. Genau. Hätten wir uns darum auch gekümmert. Der nächste Kampf geschlagen. Sehr toll. Ja. 500 Erfahrung wieder. Und ein Schild. Was wir nicht einsammeln können, weil wir keine Bewegungspunkte mehr haben. Gut. Was macht das, das Eisschild? Eiskristall. Verteidigung des Helden auf plus 2 und Schutz vor allen feuerberuhten Zaubern. Schön. Das gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der Fernkampf. Oha. Das ist schon eine größere Menge. Aber sterben dafür auch wirklich schnell. Man sieht da, wie wenig Verteidigung die haben. Aber bei den Untoten ist es eher die Gefahr, die Masse, die man davon bekommt. Weil das ist eine Stufe 1 Einheit und von denen hat man das höchste Wachstum im ganzen Spiel. Und ja... Wenn die da mal wirklich eine Menge holen, sprich, man bekommt wirklich wie bei den Bauern über 20 Leute pro Woche. Und bei denen ist das wirklich, ja, heftig. Weil desto mehr Schaden kommt auch. Und bei Fernkampf ist das immer am gefährlichsten, weil die sofort ohne irgendwelche Bewegungen schon die Gegner angreifen können.
wie man hier schon sieht bei unseren Bogenschützen. Wir haben ja gerade das mal 62. Und die sind ja so schon eigentlich schon mit guten Schaden ausgestattet. Mehr oder weniger. Und tja. Wieder mehr Bauern. Wollen die uns auch anschließen? Ja, sehr schön. So, wir gehen erstmal wieder zurück zur Stadt. Verstärkung ranholen. Hier sind da schon wieder einige Truppen, wie man sieht. Und ja. Hier könnten wir uns Erfahrung holen. Ja, das machen wir auch gleich mal. Wenn ich gerade schon so sehe, dann machen wir das auch mal. Ja. Oha. Blutfurien. Die haben eine böse Eigenschaft. Ja, einmal keine Gegenwehr und die laufen an ihre Stellen wieder zurück und haben eine schöne, hohe Reichweite. Ja, einen muss ich rechnen, macht der Bogenschütze kalt. Gut, wir machen die hier nieder. Mit der Isabelle. Der Bogenschütze haut die um. Genau. Wie geplant. Sind auch nur noch eine übrig. Und die gehen in Verteidigungsstellung. Ja, einer ist gefallen, schade. Und das meine ich. Die stehen da jetzt rum, aber wir können sie nicht erreichen, weil sie zu weit weg stehen und unsere Einheiten nicht diese Reichweite haben für die. Du machst die hier oben bitte weg. Weil die anderen sind mir egal. Bei denen können wir ein bisschen aufschließen. Jetzt greifen unsere Bauern an. Ja. Aber werden von Isabel umgehauen. Ja. Wie man sieht. Gut, wieder 700 Erfahrung. Und nicht nur 700, sondern das sind nochmal 1500 dazu. Destruktive Magie, genau. Darauf habe ich gewartet. Destruktive Magie. Das werden wir ab einem bestimmten Kapitel beziehungsweise im nächsten gut brauchen, weil wir da die Magie lernen. Und ja, ich weiß, ich spoiler, aber es ist mir gerade Relle. Weil bevor sich da jemand fragt, was ich da für einen Scheiß baue, Magie, obwohl wir keine haben. Ja, sag mal das doch mal lieber, dass man später noch Magie bekommt. Gut, wir gehen hier weiter ran. Wir können ja die Karte ein bisschen aufdecken, das machen wir gleich mal. Nach dem Kampf. Machen wieder ein paar Zombies kalt. Magie haben wir noch keine, wie man sieht. Aber schon 30 Mana. Das passt gut zusammen. Auf jeden Fall. Gut, verteidigen. Ballista schießt und trifft. Sehr schön. 58. Die hier macht man mehr Schaden. 11 sind gefallen, gut, 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 gut. Ist nur noch 7 übrig, du Heilige. Die nehmen wir ja förmlich auseinander hier. Auf jeden Fall. Bauern will ich nicht, ich will mit Isabella greifen, genau. Macht 3 Schaden an denen. Deswegen greife ich die jetzt auch an. Mit Glück, oh ja. Das ist immer gut. Hey, wir hauen die mal um. Müsste es ja schaffen, ja, schafft er auch. Und jetzt, ja, die sind so nah, dass wir wieder vollen Schaden machen. Und das war's für die, wie man sieht. Genau. Hier oben haben wir das, dieser Ausguck. Den holen wir uns gleich mal. Ja, dahin müssen wir. Ah, Fußsoldaten können wir hier beherbergen, anrufen, was weiß ich denn, wie man es nennen will. Gut, hier auch. Nicht schlecht. Gut. Zuerst mal gehen wir den Weg zurück und holen unsere ganze Erfahrung, die wir hier mitnehmen können. Kreaturengeneratoren und was weiß ich alles. Weil das ist alles nützlich für uns. Und wieso, also so viel gibt es ja hier nicht mehr zu holen. Wenn wir dann angreifen, holen wir die restlichen Generatoren und ja, dann geht's rund.